Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Nämlich Pokémon Saphir Randomizer Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Saphir als eine Randomizer und als eine Hardcore Nuzlocke, könnte man sagen. Ich denke, ihr wisst alle, was eine Nuzlocke ist. Kurz gesagt, wenn ein Pokémon K.O. ist, stirbt es. Dann müssen wir es freilassen oder auf eine Box setzen und wir dürfen dieses Pokémon nicht mehr benutzen. Und anscheinend hat Birk ein Groudon. Nur das erste Pokémon, was wir encountern auf einer Route, dürfen wir fangen. Wenn wir es nicht schaffen, dann können wir auf diese Route kein Pokémon fangen. Wir haben auch die Tube Claws, das heißt, wenn wir ein Pokémon schon mal gefangen haben und in der nächsten Route das erste Pokémon auch das gleiche ist, dann können wir das zweite Pokémon und suchen. Oder solange, wir suchen uns halt so lange, bis ein neues Pokémon auftaucht, das wir uns fangen können. Denn wir wollen ja sehr viele verschiedene Pokémon benutzen. Unsere Pokémon, die Gegner, alle Pokémon sind gerandomized. Zum Beispiel das Kyogre im Late Game könnte ein Carpador, Barschwasser sein, whatever. Es kann wirklich alles sein. Unsere Starter können von Clumander bis zu Metagross sein. Jedes Pokémon könnte auch ein legendäres Pokémon sein. Von 1 bis 386. Ich habe Pokémon Saphir gewählt, da ich einfach Bock auf dieses Spiel hatte. Es ist mein erstes Höhengame gewesen, Generation 3 Game gewesen und ich mag es einfach immer, es ein paar Mal zu spielen. Jedes zweite, dritte Jahr will ich dieses Pokémon-Spiel einmal spielen und ich dachte mir als Randomizer, ist dieses Spiel dann noch interessanter. Die Items sind auch gerandomized, die TMs sind auch gerandomized, also es ist wirklich sehr vieles gerandomized, bis auf die Base-Stärke von Attacken, die Fähigkeiten oder auch die Stats natürlich. Die Pokémon sollen sich ja natürlich wie die Pokémon anfühlen, die sie auch sein sollen. Der Trank, den wir hier halten, der müsste auch gerandomized sein und oder auch nicht, okay. Dann ist dieses Item nicht gerandomized, aber es könnte auch sein, dass der Trank sein Trank gerandomized wäre. Hätte ich schon öfters erlebt. Und ja, natürlich, das Spannendste an so einer Randomizer ist der Anfang, wenn man die ersten Starter-Pokémon bekommt, wenn man das erste Pokémon bekommt oder beziehungsweise wenn man die ersten Pokémon fängt. Ich habe es auch so eingestellt, dass sobald die Gegner Pokémon auf Level 30 haben, dass sie voll entwickelte Pokémon haben, denn zum Beispiel ab dem 5. Arena haben die meisten Pokémon auf Level 30 und da will man jetzt nicht mehr gegen Carpador kämpfen. Da bin ich mir eigentlich sicher und so können wir einfach mal gegen einen Gyarados kämpfen. Nur so ein Beispiel. Oder zum Beispiel der Gegner hat einen Tarnel, aber da müssen wir dann gegen einen Metagross antreten. Ich weiß nicht, gegen welche Pokémon wir kämpfen werden. Ich bin mal gespannt, aber zumindest, was unser erstes Pokémon sein wird. Ach ja, wir dürfen in den Kämpfen keine Tränke verwenden, außerhalb der Kämpfe schon. Denn sonst müssen wir eigentlich zu oft ins Pokémon Center gehen und das ist manchmal eigentlich nicht so schön. Denn man will ja Progress im Game haben. So, was sind unsere drei Starter? Wir haben hier links ein Letaking, Schnarchnase, wäre witzig. Oh. Ich find's cool, muss ich sagen. Dann hätten wir einen Baldorfisch, habe ich auch noch nie benutzt. Und einen Knackleon. Also das sind drei interessante Pokémon, das muss man schon sagen. Die Gegner haben ja auch randomized Pokémon, deshalb die Frage, welches Pokémon wählen wir? Letaking wäre am Anfang witzig, die Frage ist es zu overpowered? Baldorfisch hat Betrohr, Knackleon wird später zu einem Nibeldra. Ich glaube, wir werden uns einfach mal für Knackleon oder Baldorfisch entscheiden. Wie gesagt, am Anfang könnte Letaking zu stark sein, obwohl es funny wäre. Und Pokémon zu schwächen wäre es vielleicht nicht einfach. Wir werden, denke ich mal, Knackleon nehmen, denn es gibt sehr viele Wasser-Pokémon und ich habe mehr Bock auf Knackleon als auf Baldorfisch. Gut, Fiffchen
ist noch nicht gerandomized worden, ist auch okay. Aber solange die Gegner gerandomized die Pokémon haben, ist das natürlich gar kein Problem. Und Knuckleon hat sogar den gleichen Base-Angriff wie Libeldra, sprich, es kann auf Level 100 328 Angriff erreichen und das ist in Generation 3 bis zur 3. Generation eigentlich noch sehr gut. Gut. Dann haben wir auch die ersten Erfahrungspunkte bekommen und ich finde das Spannende auch, wir können nachsehen, welches Wesen Knuckleon hat. Bis ist in dieser Generation noch speziell, ist deshalb erst nicht so schön, aber ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Da werden bald bessere Attacken bekommen. Aber Knuckleon hat ja die Fähigkeit Auswegslos, die Gegner können also nicht flüchten. Bringt eigentlich für ein Playthrough jetzt nicht so viel, aber ja. Und ich will in diesem Let's Play den Pokémon wieder Namen geben, aber bei Knuckleon habe ich ja schon wieder verkackt. Aber egal. So, welche Fähigkeit hat Knuckleon? Ja, verhindert Auswegslos, sagt weniger Spezialangriff, mehr Spezialverteidigung. Ist eigentlich optimal, würde ich mal sagen. Step-Erdbeben ist physisch, also passt das schon. So, die Nuzlocke beginnt erst, wenn wir Pokémon-Bälle haben, also müssen wir gegen Maike zuerst antreten. Und mal schauen, welche wilden Pokémon wir hier finden. Okay, Zapdos? Ja, gut. Ob er das Pokémon fangen, ist auch wieder eine andere Frage. Kann mich das Pokémon treffen? Ja. Wie viel Schaden machen wir? Okay, wir werden flüchten. Oder wie? Ja. Okay, Zapdos gibt es hier in dieser Route. Ein legendäres Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, die Chancen sind da jetzt eigentlich nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Also hoffen wir, dass wir auf dieser Route ein anderes Pokémon countern. Ich werde auch versuchen, keine legendären Pokémon zu verwenden. Außer wir haben noch 6 Pokémon oder wir brauchen Fliegen-Pokémon, dann würde ich theoretisch zum Beispiel schon Zapdos ins Team aufnehmen. Aber ich versuche so wenige legendäre Pokémon ins Team aufzunehmen, wie es nur geht. So, gut. Gegen unseren Rivalen müssen wir auch antreten. Aber vorerst will ich natürlich mal Knuckleon ein Level trainieren. Stolonio gäbe sie. Wäre natürlich im Pokémon, was am Anfang sehr gut wäre. So, gut. Ich werde das Knuckleon mal auf Level 6 trainieren. Ich werde mal cutten. Also, der Randomizer, der ist nett in Anführungszeichen. Also, ich habe das Pokémon besiegt und dann kommen wir einfach mal in Kyogre. Ja, Aquavelle, wir sind down und wir verlieren jetzt Money, oder? Haben jetzt Money verloren? Ist nicht so schön. Okay, gut. Gut, dann werde ich weiter. So, ich habe Knuckleon auf Level 7 trainiert. Es hat nichts weiteres erlernt. Durch das eine Pokémon, durch das weitere Pokémon, was Zapdos war, ist es gleich zu einem viel besseren Nebel aufgestiegen und bitte kein Kyogre mehr. Kabuto wäre komplett okay, muss ich sagen. Denn vor Kyogre können wir nicht flüchten und wir brauchen natürlich noch das Geld für Pokebälle. Denn ich würde am Anfang schon gerne Pokémon fangen. Da wir jetzt weniger Geld haben, wir können uns keine 10 Pokebälle derzeit kaufen, ist die Frage. Wenn wir Zapdos countern, werden wir es versuchen zu fangen. Ich denke nicht so. Und ja, Maike hat jetzt immer in Lethargien, gegen das wir kämpfen werden. Kratze, wie viel Schaden macht die Attacke? 9. Wir machen ja 0 Schaden. Okay, das kann sein, dass wir schon wieder down gehen und Gena. Ja, gut. Oh. Das ist komisch. So einen interessanten Anfang hatte ich eigentlich noch nie, muss ich sagen. Wir sind schon mal down gegangen, aber wie gesagt, die Nuzlocke beginnt erst, wenn wir Pokébälle haben. So, bitte Biss reicht aus, um Lethargien zu besiegen. Sehr schön. Und das Pokémon wird uns sehr viele Erfahrungspunkte geben. Oder wie viele Level steigen wir? Level 8, kein Speed, interessant. Level 9, okay. Sandwirbel brauchen wir nicht. Ja, 2 Level. Ja.
Passt. Und nun wird die Nasse beginnen. Und wir haben ein weiteres Problem, das nennt sich... Ja. Level. Denn ehrlich gesagt sind wir vielleicht auf so einem hohen Level, dass wir gewisse Pokémon auf Level 2 one-shotten. Zum Glück ist Biss speziell. Deshalb ist das jetzt vielleicht kein Problem, aber es könnte ein Problem sein. Die Frage ist, würde ich wirklich versuchen, Zapdos zu fangen? Ich denke ehrlich gesagt, nein. Aber, ja. Wir haben hier auch ein Couples gesehen. Wäre auch cool, muss ich sagen. Couples wäre genial. Aber ja. Aber wir haben in diesem Part schon Kyogre und Zapdos gesehen. Zwei Legis, die wir dann eigentlich schon abhaken können. Gut. Und ich bin mal gespannt, was die ersten Pokémon dann wirklich sind, die wir fangen können. Wir haben Stolonio, Kabuto gesehen. Das wäre ein Pokémon, über die ich mich freuen würde. Könnten auch Pokémon wie Tauros sein. Diese Pokémon könnten wir dann auch vielleicht noch mit einem Pokéball fangen. Aber ja, ein Anfang nur mit Knuckleon wäre nicht so geil, denn wir haben ja auch eine Level-Richtlinie, sagen wir so. Ich versuche die Pokémon nicht über das Ace vom Arena-Leiter zu bringen und bekommen wir von dir vielleicht noch Pokébälle? Nein. Gut, und wir haben jetzt Pokébälle, halten ja 5 coole Pokébälle. Und jetzt können wir auch noch Pokébälle kaufen. Gut. Wir werden jetzt versuchen, mal Trainer zu skippen, aus dem einfachen Grund, dass wir... jetzt versuchen, mehrere Pokémon zu fangen. Also 5 Pokémon können wir in diesem Part theoretisch fangen. Und das erste ist ein Golbat. Ein Golbat auf Level 3 ist auch interessant. So ein Pokémon sieht man nie, eigentlich nur Zubat. So Erstauner macht nicht viel Schaden, sehr schön. Und one-shotten wir es? Nein. Aber wir können es auch nicht mehr hitten. So, bitte Golbat, bleib in diesem Ball drinnen. 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Gut, Golbat wurde gefangen. Okay. Ich will ja einen Pokémon-Spitznamen geben für Golbat. Gibt es eigentlich nur einen passenden Spitznamen? Batwoman. Batman eigentlich, aber weil es weiblich ist, müssen wir es Batwoman nennen. Aber das passt schon. Gut. Ja, Golbat, sehr schön. Hoffentlich encountern wir kein weiteres Pokémon mehr. Ein Kappels. Wäre auch cool gewesen, über dieses Pokémon hätte ich mich auch sehr gefreut. So, und die Frage ist, welches Wesen hat Batwoman? Pfiffig, weniger Spezialangriff, mehr Verteidigung, ist akzeptabel, würde ich mal sagen. Mit dem kann man auf jeden Fall etwas anfangen. Denn Gift und Flug sind in dieser Gen eigentlich eh sowieso noch physisch, also passt das. So, die Items... die wir finden, sind auch gerandomized. Links auf der Route gibt es ein Item. Vielleicht ist das ein Kapor. Das können wir für gutes Geld verkaufen. Wäre eine Möglichkeit. Gut, so. Wir kaufen uns jetzt mal... Wisst ihr was? Wir scouten jetzt wirklich noch, was das für ein Item ist. Müssen vielleicht noch gegen den Trainer kämpfen. Und dann haben wir sogar genug Erfahrungspunkte. Golbat kommt jetzt mal an die Spitze. So, gut. Diesen Trainer können wir nicht dutchen, leider. Schade. Aber vielleicht kann Golbat den alleine besiegen. Sonst haben wir einen Knuckleon auf Level 9. Und das wird schon passen. So, und das erste Pokémon ist ein Blitzer. Okay, da wechseln wir wohl. Oh nein, ja, wir wechseln raus. Obwohl es keine Elektroattacke kann. Vielleicht kann Blitzer irgendetwas bis in 2 Level drunter. Da will ich ehrlich gesagt... bei Knuckleon bleiben. So, ist das ein Two-Shot? Oh ja, da merkt man, dass Knuckleon jetzt nicht das stärkste Pokémon im speziellen Angriff hat. Der ist sogar Müll. Wir brauchen 4 Shots, um Blitzer zu besiegen. Und nach diesem Trainer müssen wir eigentlich schon wieder heilen. Obwohl, wir könnten vielleicht alle Trainer dodgen, aber vielleicht nicht. Deshalb werden wir das Pokémon heilen zur Sicherheit und Batwoman erreicht Level 4, sehr schön. Level 5 auch noch, nice. Gut. Und Knuckleon Level 10. Ich glaube, die nächste Attacke, die Knuckleon erlernt, wird Sandgrab sein. Das ist jetzt nicht die beste Attacke, aber eine Bodenattacke. Aber ich glaube, in dieser Gen war die Attacke noch schwach. Also sprich, keine gute Genauigkeit und keinen guten Base-Angriff.
oder Stärke. Aber hat die Attacke überhaupt irgendwann mal competitive verwendet? Wenn höchstens ab Generation 2 solche Trapping Moves, Feuerwirbel oder Whirlpool. Aber ja, gehen wir mal weiter. So, Route 2. So, ich glaube, dass dieses wilde Pokémon können wir noch nicht dutchen oder schon. So, okay, das wilde Pokémon für diese Route wird Thumpy sein. Ein Boden-Pokémon wieder, aber ein Pokémon, was wir schwächen können. Und das nehme ich auf jeden Fall so. Wie viel macht Erstauner? Okay, keinen Schaden. Kann mich das Pokémon überhaupt treffen? Wahrscheinlich hat es Heuler und Tackle. Aber ja, so ein Pflanzen-Pokémon wäre noch gut, dass wir nicht von Wasser-Pokémon, sprich von Kyogre, auf der nächsten Route gerackt werden. So, zurück und jetzt werfen wir einfach mal einen Pokéball. Okay, wir werden es noch einmal schwächen. Gut, und Blutsauger können wir auch nochmal benutzen. Und Thumpy wäre schon cool. Wahrscheinlich kommt es eher auf die Box, sobald wir mehr 6 Pokémon haben. Denn 2 Boden-Pokémon würde ich gerne fangen. Aber wir critten mit Blutsauger und bekommen keinen Thumpy auf diese Route. So, unser Routen-Pokémon auf dieser Route. Ja, wurde nicht gefangen. So, und diese Trainerin will ich dodgen. So, sehr schön. Gut, und das Item ist ein X-Tempo. Gut, das Item können wir verkaufen. So, jetzt will ich noch schnell sie wieder dodgen. Sehr schön. Und dann können wir das X-Item verkaufen und uns ein paar Pokébälle kaufen. Und auf 3 verschiedenen Routen können wir dann Pokémon fangen. Im Wald links von Blütenburg City und natürlich, wo uns dieses Kyogre gerackt hat. So. Gut. Dann verkaufen wir jetzt noch schnell das X-Item. Gut, X-Item verkauft. Sehr schön. Jetzt haben wir genug Money für 10 Pokebälle. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt einen extra Primärball bekommen. Sehr schön. Ich hoffe, wir werden kein Gegengift benötigen. Und jetzt werde ich schnell das Fang-Tutorial machen und es auch cutten. Gut. Das Fang-Tutorial haben wir geschafft. Heiko hat ein Drassel bekommen, was aber so gerandomized ist. Und so, das Pokémon auf Route 104 wird Tornoptu. Ja. Das Blöde bei diesem Pokémon, es hat jetzt nicht so die beste Fangquote, das Pokémon zu fangen. Auch noch Rauchwolke. Ja, finde ich jetzt nicht so cool. Und nochmal Rauchwolke. Ich werde jetzt mal versuchen, mit Batman das Pokémon zu schwächen. Und dann... Okay, critte bitte nicht so auf Batman. Silberblick, Rauchwolke und wahrscheinlich noch Tackle. Beim nächsten Routenschlag... Oder wir werden jetzt schon... Nicht Beutel, sondern natürlich Knackleon. Gut. Biss wird auf jeden Fall dieses Tornoptu nicht besiegen. Wir haben gesehen, dass Biss nicht so viel Schaden macht. Gut. Glut, okay, es hat schon Glut. Und es critte natürlich. Okay, wir werfen Pokéball und es könnte sein, dass wir wieder flüchten müssen. Oh, wär jetzt nicht so cool. Bitte bleib drinnen. Okay, und wir sind verbrannt. Das heißt, wir rennen weg. Okay, jetzt muss ich in Golbat rauswechseln. Hoffentlich ist das Pokémon schnell genug. Und Knackleon, unser Starter, wäre fast gestorben. Der Start ist nicht optimal. Wir sind von den Kyogre gerackt worden. Haben mein Thumpy weggekrittet und das Tornoptu ist zu stark. Denn wie gesagt, wenn die Pokémon down sind, müssen wir sie freilassen oder auf die Box legen. Ich lege sie gerne immer auf die Box, denn so kann man sehen, Ende der Challenge, welche Pokémon hatten wir, wie viele Pokémon sind genau gestorben. Das können wir alles so am besten nachsehen. Freilassen natürlich hat auch etwas. Aber ich bin eher der Fan, dass man die Pokémon fängt. Ah, nicht freilässt, sondern behält. So, gut. So, das nächste Glumanda wäre so viel besser gewesen. Das Pokémon hätte uns jetzt nicht so viel Schaden gemacht.
So, und können wir den wieder dodgen? Sehr schön. Gut, und das Pokémon für den Blütenburg, Wald, wird, sobald uns ein Pokémon begegnet, es wird hoffentlich Pflanzen-Pokémon. LOL. Und nochmal LOL. Es ist Tangela. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Tangela benutze, solange es kein Tangolos ist, kann wirklich sein, sogar Verwurzler. Okay, Schlafpuder auch noch. Ja, interessant zumindest. Und ein Pflanzen-Pokémon, was keine gute Spezialität hat. Aber man muss sagen, Tangela hat einen guten Spezialangriff und eine gute Verteidigung. Das Pokémon darf man nicht unterschätzen. Aber es nervt, das muss man schon sagen. So. Bad Moment, bitte wach auf. Sehr schön, und Blutsauger. So, regenerieren wir zumindest auch noch ein paar KP. Okay, macht okay einen Schaden. So, gut. Die Frage ist, wenn wir noch einen Blutsauger benutzen, bitte kein Crit. Das wäre sonst ein bisschen verhext. Uiuiui. Ich hatte schon Angst, aber gut. Schlafpuder ist komplett okay, aber ich glaube, der Verwurzel bleibt so lange, bis wir es gefangen haben. Ist ein bisschen nervig, denn so hält es sich immer. Aber ja. Auf Level 6 ist Tangela sogar sehr schön. Gut. Bitte bleib drin, Tangela. Nice. Sehr schön. Tangela wurde gefangen. Gut, ein Name für ein weibliches Tangela. Blau, fällt mir irgendeine Pflanze ein. Okay. Ich nenne dich einfach mal Bulma. Also ich habe ja in ein paar Challenges die Pokémon nicht benannt, aber wir fangen jetzt wieder mit dem an. Aus dem einfachen Grund, mir fallen jetzt nicht wirklich die besten Spitznamen für Pokémon ein. Aber ja, Bulma, ich habe gerade ein Dragon Ball Spiel gespielt, Dragon Ball Z Kakarot, Machoban, interessant. Und Bulma hat blaue Haare, why not? So, gut, Tangela, welches Wesen hast du? Forsch, mehr Spezialverteidigung, weniger Speed, perfekt. Ja, okay, ich wusste jetzt nicht, dass Knackni und keinen Verteidigung hat. Aber okay. Ja, seht es euch an. Gut Spezialangriff, gute Verteidigung auf Level 6. Und das Angriffsmove nur Umklammerung. Ja, die Themen sind auch gerandomized. Die Frage ist, bekommen wir überhaupt gute Pflanzenmoves für Tangela? Oder Taktiken, die überhaupt speziell sind für Tangela? Ah, das bezweifle ich, aber ja, das werden wir sehen. Gut, so, die will ich wieder dodgen, sehr schön. Nein, okay, sind wir in die reingerannt, egal. Dann werden wir jetzt noch gegen die kämpfen und dann können wir auf die Route, wo uns Kyogre gerackt hat, noch ein Pokémon versuchen zu fangen. Und ich hoffe, das ist wirklich kein Kyogre. Kabuto wäre fein. Wobei ich sagen muss, Kabuto entwickelt sich erst so auf Level 40. Wäre deshalb vielleicht jetzt nicht so cool, aber es wäre zumindest ein Pokémon, was uns nicht rackt. Gut, Gengar dürfte keine Bedrohung sein. Und habe ich schon den Kampfstil auf Folge gestellt? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Sonst muss ich das noch machen. Okay, ja, Batwoman erhält ein paar Level. Okay, habe ich noch nicht. Ultrigaria. Das werden wir auch erstmal mit Batwoman noch besiegen. Gegen Pflanz-Pokémon sind wir zumindest jetzt sehr gut aufgestellt mit Golbat und Tangela. Und ich muss den Kampfstil wirklich noch von Fexel auf Folge stellen. So, Ultridaria ist kein Problem, sehr schön. Gut. Und es könnte sein, dass ich die Pokémon nicht trainieren muss. Aus einem einfachen Grund, wenn wir nur drei Pokémon haben, muss ich offscreen die Pokémon nicht trainieren. Wäre eigentlich cool. Und ja, welches Pokémon bekommen wir auf Route 103? Es ist Magma. Ja. Und schon wieder ein Pokémon, was sich in der vierten Generation entwickeln würde. Aber ja, cool, Magma.
Magma und natürlich Flammenkörper. Wie soll es denn anders sonst sein? Und Glut ist ein Crit, oder nein? Gut, also wir haben Boden-Pokémon, Feuer-Pokémon, Pflanzen-Pokémon und ein Flug-Pokémon dann. Hat sich gerade Feuerschlag eingesetzt. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in Knackleon. So. Hoffentlich macht das Pokémon nicht so viel Schaden. Es kann wirklich Feuerschlag. Gut, die Frage ist, killt bis das Pokémon? Wir werfen jetzt einfach ein paar Bälle und werden es später schwächen, wenn wir es wirklich müssen. Ich hoffe, Magma bleibt drinnen. Magma ist cool, es kann sogar Feuerschlag auf Level 3. Holy shit. Wäre schon cool. Besonders erst am Anfang. Pokémon mit einem starken Base-Move ist generell cool. So, wir werden jetzt wirklich nochmal... Ich trau mich nicht. So, einen Ball werfen wir noch und dann werden wir Biss verwenden. Wir sind halt 7 Level drüber. Smog, okay, wenn wir vergiftet sind. Okay, ich habe Angst, bitte. Es ist schneller. Bitte tank die Attacke. Ja gut, ja. Und wir sind natürlich auch noch verbrannt. Natürlich. Ja. Kein Magma, kein Fumpy für uns. Schade. Ja, ein interessanter Anfang könnte man auf jeden Fall sagen. Ich werde jetzt keinen Pokémon für den nächsten Part trainieren. Ich habe Angst, dass sie davon leveln. Aber die Frage ist, wie gut wird Tangela sein? Aus dem einfachen Grund, wir bekommen keine Pflanzenmoves. TMs sind auch gerandomized, sonst wäre Kugelsaat eine coole Idee, obwohl die Attacke in dieser Gen noch schlecht ist. Aber ja, Leute, ich hoffe, dass euch der erste Part von diesem Let's Play gefallen hat. Bis dann, ciao.